Zu meinem Schiff, so schnell es geht! Oh. Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zu Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl. Hauptsegel setzen! Wobei, jetzt ruder ich gar nicht mit unserem Kahn. Kurs auf das verdammte Schiff. In kürzester Zeit haben wir unsere Medizin. Gott, was segel ich denn jetzt hier für einen Mini-Kahn? Okay. An die Taue, zieht! Halt auf sie zu, Kenway! Wobei. Langsamer! Gott, ey, was hatten die bitte für krasse Feuerkraft hier. Das ist die Verbundbarkeit. Wie schnell die geladen sind, die Dinger. Lass sie nicht aus den Augen. So, jetzt mal hier frontal. Wobei. Wobei. Ich hab gar nicht auf die Lebensenergie geachtet. Da, ich muss das Treffer kürzen. Sie ist geknackt, Melle! Schickt sie zur Hölle! Finde den Captain und beende es. Den Captain und beende es, Kenway! Ja, wo ist denn der Captain? Wieso bin ich denn jetzt hier oben? So. Ich bin ein einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston! Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Wir werden Sie langsam. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute in einem Monat. Alles klar. Das ist jetzt hier wieder unsere. Wo ist denn Charlestown? Ach, da oben. Gut. Dann wollen wir doch da mal hin. Los, Segel, los geht's! Armsegel niederholen! Wir müssen sowieso mal unser Schiff mal langsam wieder mit ein bisschen Munition versorgen. Was ist das denn da hinten wieder? Ah, wieder eine Fregatte. Die lassen wir aber diesmal. Wollt ihr kämpfen? Ich hoffe nicht. So. Dieses Ding da zwischen. Ah, ne. Ne. Boah, hier geht aber gerade eine steife Brise durch. Aber ich muss sagen, das Spiel macht mega Laune. Also,
ist echt ein sehr, 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 sehr rundes Spielerlebnis. Und die Shanties sind geil. Die könnten aber ein bisschen lauter gesungen werden. Noch 5.500 Meter. Oh, hier muss ich aufpassen. Hier wäre ich beinahe in das Ding reingekracht. Jetzt wird es hier sehr neblig. Oh, da links ist eine Kiste, die hätte ich gerne. Ein bisschen Holz schadet wohl nicht. Oh, jetzt kommen hier Sandbänke. Da müssen wir aufpassen. Klippe voraus, Sir! Nehmt die Rahen aus dem Wind! Und da musste ich mal ganz kurz runter vom Gas, sag ich mal. Groß- und Bramsegel! So, und da können wir wieder mit der Reisegeschwindigkeit weitermachen. Ja, und dann segeln wir munter wieder zur Main Quest. Da kommt schon direkt wieder. Was ist das denn da? Autsch, das war nicht so geil. Was kommt denn da für ein Vor? Und Stufe 1 vor. Warum kann ich nicht in die Reisegeschwindigkeit? Wegen dem Eierkopf da vorne, oder was? Na Jungs? Alles klar bei euch? Das freut mich. Wir müssen umsichtig sein. Diese Gewässer werden gut bewacht. Oh. Der Berg in Sicht! Rick! Gebt den Wind ab! Feuer! Direkt schon mal aus dem Wind. In die Querlage gehen. Feuer! Oh, der will uns rammen. Bereit zum Schießen, Captain. Feuer! Eine Salve genau da rein. Feuer! Na, hast du noch was zu melden? Feuer! Eine Salve genau da rein. Feuer! Achtung, wir schossen zusammen. Feuer! Sind bereit, Sir. Der Treffer könnte sie. Feuer! So. Kann ja nicht sein, dass die meinen, hier mit uns machen zu können, was sie wollen. Rums. Und da hinten noch einen rein. Und da noch einen rein. Oh, den habe ich weggeschossen. Einen habe ich noch. Bams. Was mit dir? So, damit hätten wir das auch erledigt. Und was machen wir damit? Bekanntheitsgrad verringern ist vielleicht nicht schlecht. Ich könnte gute Männer brauchen. Metall, Zucker, sehr gut. Halbe Segel, fangt etwas Wind ein. Mit denen du das Schiff aufrüsten kannst. Wir können ja mal, was wir auch mal eben machen können, Sekunde. In die Wanden, alle Segel raffen. Geh mal gerade vom Steuerruder in die Kajüte. Wir können doch bestimmt hier noch Flottenmissionen oder sowas machen. Ah.
Stimmt, wir haben ja noch ein neues Schiff. Das müssen wir ja noch hinzufügen. So, hier haben wir eine erfolgreiche Mission. Und eine Schatzkarte haben wir dafür bekommen. Noch eine erfolgreiche Mission. Eine große Silberschüssel. Noch eine Schatzkarte. Wie geil ist das denn? Gehen wir mal zur Flotte. Und reparieren mal unsere Schiffe. Oh, das braucht aber viel. 18 Edelsteine. 13 Edelsteine. Und die müssen wir auch noch reparieren für 7. Sehr gut. Nein, ich wollte eigentlich... Seekarte? Schiffe auf See? Keine, okay. Seekarte. Wir können ja mal gucken, was in Portugal so möglich ist. Da hätten wir zum Beispiel... Die sind alle recht schnell, sehe ich gerade. Wir brauchen auf jeden Fall ein paar feuerkräftige Schiffe. Und vielleicht noch ein etwas schnelleres. So. Wie kann ich denn... Naja gut, probieren wir es mal. So. Ah nein! Verdammt, das hatte nicht ausgereicht. Dann ist nur noch ein Schiff da. So! Ohne Schaden zu nehmen, haben wir sie dann in die Flucht geschlagen und 60 Edelsteine bekommen. So gehört sich das. Jetzt muss man nochmal gucken. Kann ja nicht schaden, wir nehmen mal alle rein. Ich glaube, das macht keinen Unterschied, wie viele Schiffe man da nimmt. Ja, genau, schieß auf das Schiff, was als nächstes dran gewesen wäre. Das ist sehr gut. Dementsprechend jetzt noch meins zuerst. Jawohl! Ach, keine Chance für den Guten. Und dann haben wir nochmal einige Sachen bekommen. Jetzt ist die Route nur noch riskant. Dann können wir doch bestimmt nochmal angreifen. Oh, das ist aber ein schnelles Ding. Moment. Ne, so schnell bin ich nicht. Geschwindigkeitsbonus. Sekunde. 73. Ne, da komme ich immer noch nicht mit hin. Schadensbonus. Da könnte man dann eher den hier nehmen. Und hier ist weniger Schaden erleiden. Ah, Moment. Das sehe ich ja jetzt erst. Machen wir es mal so. Ja. So einfach geht das nämlich. Geschwindigkeitsbonus und fertig ist das. So, die Route ist jetzt sicher. Und dann gucken wir doch mal, was wir da für Missionen haben. 2500. Die kriegen wir sogar transportiert. Sehr gut. Das machen wir doch direkt. Und auch du... bringst die Waren sicher rüber. Jetzt haben wir hier noch einmal 15. Die können wir ja dann auch mit so einem kleineren rüberpacken. So. Gar kein Thema. Und... die sind ja... eigentlich hier mittlerweile irrelevant. Aber wir können ja nochmal angreifen. So,
Wir packen einfach immer drei Schiffe rein. Ich meine, das passt ja dann. Ich frage mich nur, wie wir hier wieder die Fässer aufladen können.